Moin Leute, Allmann am Start wieder hier. Heute habe ich noch für euch die News für die neue Season, Season 4. Die sind nämlich schon zum Teil veröffentlicht worden. Da gibt es vielleicht noch ein paar News, die wir noch nicht haben, die dann kommen. Aber der Großteil ist auf jeden Fall schon mal geleakt. Fangen wir direkt an, Leute. Und zwar, ja, der Season 4 Pass wird voraussichtlich um 7 Uhr am 17.06. erscheinen. Also das sind von jetzt aus, ich habe heute den 13.06. 4 Tage sind das noch. Das heißt, am Donnerstag wird der Season Pass, der neue, veröffentlicht werden. Ja, der wird genau wie davor schon 1000 COD Points kosten, 100 Level beinhalten und zwei neue Waffen werden freischaltbar sein in dem Season Pass. Kommen wir direkt zum nächsten. Das sind die Operator. Und zwar wird es drei neue Operator geben. Das ist einmal Deathstalker. Das ist höchstwahrscheinlich der Typ, den man schon im Trailer sieht, mit der Maske. Der nächste Operator wird Komodo sein. Und dann haben wir noch einen Operator namens Quicksand. Waffen. Es wird neue Waffen geben in Cold War und in Warzone. Da haben wir einmal die Chicom CQB. Ich weiß nicht genau, wie sie dann in-game heißen wird. Das ist auf jeden Fall eine Waffe aus Black Ops 2. Es war eine Burst-Maschinenpistole. Wir haben bisher eine einzige Burst-Maschinenpistole. Das ist die KSP. Dazu muss ich noch sagen, die ganzen Waffen sind von Data-Minern. Das wurde noch nicht bestätigt. Das heißt, Leute, die in den Daten rumgeschnüffelt haben, haben das halt rausgefunden. Als nächstes hätten wir die Amelie oder Emily aus Call of Duty Ghosts. Das ist ein LMG, wahrscheinlich mit einer etwas langsameren Feuerrate. Nicht so langsam wie das M60, schätze ich mal, aber ein bisschen langsamer als das RPD, könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir ein RP-84. Das ist eine Maschinenpistole. Ich weiß nicht ganz genau, was ich mir darunter vorstellen soll. Es könnte sein, dass wir zwei neue Maschinenpistolen bekommen, Leute. Und dann werden wir wahrscheinlich, wie es aussieht, drei neue Nahkampfwaffen haben. Kommen wir weiter. Und zwar haben wir jetzt die neuen Maps. Neue Maps sind bestätigt. Das ist einmal Collateral, große Wüsten-Map. Ja, eine große Map. Da wird es in 6 gegen 6 und 12 gegen 12 geben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Große Maps sind meist immer übelster Scheiß. Sag ich euch so, es ist. Ich sag nur Miami, das ist die schlechteste Map, meiner Meinung nach, in diesem Game. Und die bringen dann wieder so eine große, riesige Map in 6 gegen 6 rein. Also nicht so geil. Die wird wahrscheinlich von Release an drinnen sein. Genauso wie die nächste Map, das ist Amsterdam. Das ist eine kleine 2 gegen 2 Map. Ich weiß nicht, ob die vielleicht noch in 6 gegen 6 reinkommen wird. Da wird aber auf den Dächern von Amsterdam gekämpft werden. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht, aber ja, der 2 gegen 2 Modus ist nicht so mein Mode. Und dann, Leute, das, worauf wir uns am meisten freuen, wird wahrscheinlich wieder mit Season kommen, leider nicht von Release an. Hijacked. Die geile alte Map aus Black Ops 2 habe ich mich schon von Anfang an drauf gefreut, seit das Game released war, dass diese Map irgendwann reinkommen wird. Kommen wir weiter zu den Streaks. Es wird höchstwahrscheinlich, das ist auch von Data Minern rausgefunden worden, eine Hundestaffel geben. Hundestaffel gab es in Black Ops 1, Black Ops 2. Freue ich mich auf jeden Fall schon mal. Mal gucken, ob die Dinger gut Kills machen. Dann, Leute, wird es ein Annihilator, beziehungsweise die Handkanone, so wird es wahrscheinlich heißen, geben. Das ist eine Desert Eagle, wie es aussieht. Eine Kaliber 50 Pistole, die Gegner one-shotten wird und auch extrem viel Schaden gegen Streaks macht. Dann, Leute, das ist schon seit Season 1 im Gespräch, den Flammenwerfer. Dafür gibt es auch schon ein Bild. Geil, könnte ich mir das vorstellen. Also ich weiß nicht, ob der dann komplett overpowered sein wird, wie in Black Ops 3. Da war der Flammenwerfer ja komplett overpowered. Du hast den Gegner einmal für eine Millisekunde damit angestrahlt und er ist auf jeden Fall gestorben. Ich denke mal, es wird nicht ganz so OP sein. Vielleicht so wie in Black Ops 4, da war er ein bisschen schwächer, aber trotzdem noch extrem gut. Also da bin ich echt mal gespannt. Dann gibt es Cold War Season 4, den Zombie-Modus. Drei neue Perks. Sind die meisten Perks, die sie bisher mit einmal released haben, beziehungsweise gedroppt haben. Es wird einmal Double Tap sein. Double Tap Root Beer, Double Feuermalz Beer, Leute. Es erhöht die Feuerrate. Dann PhD-Flapper, Leute. Dr. Niete, das war ein Fan-Favorite. Das verhindert, dass ihr von euren eigenen Waffen Schaden bekommt. Wenn ihr zum Beispiel einen Granatwerfer habt, schießt auf den Boden, bekommt ihr ja Schaden. Mit diesem Perk wird das dann verhindert werden. Früher konnte man noch einen Dolphin Dive von einer höheren Position machen und da gab es eine riesige Explosion. Das wird es hier wahrscheinlich nicht in der Form geben, weil es ja keinen Dolphin Dive mehr gibt, sondern den Slide. Und dann Mule Cake, Leute, Eselstritt. Drei Waffen könnt ihr dann auch endlich in Cold War tragen. Denn für Warzone hatten wir noch ein paar Neuerungen in Season 4. Soll das einmal ein Satellitenabsturz auf der Map sein, beziehungsweise mehrere. Da gibt es
an verschiedenen Orten stellen, wo Satelliten runtergedroppt sind. Das seht ihr ja auch schon im Trailer. Da wird dieser Wissenschaftler von dem neuen Operator dazu gebracht, Satelliten abstürzen zu lassen. Dann gibt es Motorräder als Fahrzeuge in Rosen. Leute, Motorräder, ja, wird wahrscheinlich nicht so viel verwendet werden. Kann ich mir so vorstellen, bloß wie das Quad. Wird wahrscheinlich genauso schnell sein und werdet auch genauso schnell von runtergeschossen. Dann haben wir einen neuen Gulag. Das wird dann der mittlere Teil von Hijacked sein. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Dann würde ich sagen, ich bin nächster Deutsche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Destroyed on re-entry. You don't get the war we're fighting, do you? Stitch is capable of anything. Secure the site.